Gut. All jene, die es nicht sehen, links oben habt ihr Aufzeichnung. Gut, okay, lieber Lukas, danke, dass du da bist und bitte einmal um deine einführenden Worte. Okay, hallo. Ich stelle mich vielleicht mal ganz kurz vor, es ist für mich gerade voll was Schönes, weil wenn ich auf meiner Liste so meiner Veranstaltungen laufe, das Workshop, und es ist der erste Workshop, den ich seit Februar mache und eigentlich hätte das ganze Jahr voll sein sollen, es ist quasi alles abgesagt. Und jetzt ist das für mich fast wie eine Premiere. Ich freue mich richtig gerade. Genau, mein Name ist Lukas Wagner. Manche bekannte Namen habe ich schon gelesen, das freut mich immer. Ich arbeite in Graz freiberuflich als Psychotherapeut und als Psychotherapeut, also in freier Praxis, ich bin in der Schwabersbacher Gasse neben Pribeker, arbeite ich mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen, teilweise auch Kindern, wobei die Jüngsten wirklich 9 sind, die bei mir sind. Jünger sind sie nicht eigentlich. Auch Erwachsene sind bei mir, wobei die älteste Person, die aktuell in Therapie ist, bei mir ist 33, 34, also in meinem Alter in etwa, was daran liegt, dass ich recht ein junger Psychotherapeut bin, statistisch für Österreich. Und ich habe mein Gefühl, weil immer Leute, die 55 oder 60 sind, kommen nicht zu mir in Therapie. Oder finden mich durch die Bank unsympathisch. Psychotherapeutisch, ich arbeite mit allem, was Gesundheit und Krankheit so hergibt bei Menschen, mit einem Fokus im Bereich Medien. Also recht viele Familien bringen ihre Kinder zu mir, weil sie Sorgen haben, dass die Kinder Medien, Handy, Internet, computersüchtig sind und bitten mich, das Kind zu reparieren, als nicht-süchtiges Kind zurückzuschicken, sozusagen. Und mein zweites Standbein daneben, das wissen vielleicht eher einige, ist, dass ich im Sozialbereich oder in der Sozialwirtschaft, aber inzwischen auch ein bisschen im Profit-Bereich, Workshops mache und Vorträge zum Thema Digitalisierung und neue Medien im weitesten Sinne. Das geht von Bildschirmspielen über das Thema Sucht, über Cybermobbing und digitalisierte Gewalt, über grundsätzlich digitale Lebenswelt von Kindern. Genau. Und heute bin ich aber spezifisch eingeladen worden zu dem Thema, eigentlich, ich hoffe, ich fasse es jetzt gut zusammen, Dagi, so wie Kinder diese Krise handeln, ja, wie steht es um die psychische Gesundheit von Kindern und als Folgefrage eigentlich, wie kann man die unterstützen in der Zeit? Genau. Und ich greife das von der Tage von vorher auch nochmal auf. Ich freue mich sehr über Fragen, weil dann muss ich nicht so vor mich hinreden, sondern man kann mich danach alles fragen und ich werde versuchen, bestmöglich Antwort zu geben aus dem Ganzen, auf das Ganze. Genau. Vielleicht ganz kurz zum, haben wir gedacht, einleitend so zum Stand der Psychotherapie, weil ich das an sich schon ein spannendes Thema finde, wie es um das steht in Österreich gerade oder in der Steiermark spezifisch. Das war schon super interessant. Ganz verrührt. Und wenn es dir schmeckt, kann ich dir einen riechen. Ich mag keinen Kaffee. So. Super, danke. Es war schon ganz spannend, dass so mit Mitte März einmal der Großteil der Psychotherapiepraxen zugemacht haben. Obwohl das per Verordnung nie geregelt war. Also kein Psychotherapeut oder Psychotherapeutin hätte zusperren müssen. Das war schon, finde ich, ganz interessant eigentlich. Viele haben es gemacht, ja, weil sie Teil der Risikogruppe sind oder mit der Risikogruppe arbeiten oder sich selber unwohl gefühlt haben. Bei mir ist der Betrieb normal weitergegangen, was an meiner Altersstruktur auch liegt, weil so viele junge Leute bei mir sind. Und es war ganz spannend, dass wirklich so ab Beginn, so mit Mitte März eigentlich, vor allem dann mit der Schulschließung, die Jugendlichen super froh waren, dass sie kommen konnten. Also es war ganz, ganz interessant, dass das so ein Hauch Normalität war. Und da war so mein Gefühl, das hat bei der Psyche der Kinder oder in dieser Arbeit gerade ganz was beigetragen eigentlich, dass es irgendwas gibt. Ich meine, wir merken das ja alle, oder? Die gesamte Welt ist durcheinander gewürfelt worden. Jetzt bald einmal 2 Monate schon, 7 Wochen jetzt. Von alles geht seinen gewohnten Gang hin zu, eigentlich bleibt für viele kein Stein auf dem anderen. Und man hat da schon gemerkt, dass das, also gerade die Jugendlichen, jetzt die ganzen Teenager, die bei mir sind, irre auf das Ganze reagiert haben. Sie waren vor allem die ersten Tage oder vielleicht die ersten 2, 3 Wochen sogar so froh, dass keine Schule mehr ist. Das war ganz lustig. Die waren alle total happy. Es ist keine Schule mehr. Super. Die Schule ist geschlossen. Wie fein ist denn das? Endlich kann ich den ganzen Tag zu Hause sitzen und was auch immer machen. Die Zahlen aus Italien sind da ganz spannend, weil man da sieht, dass zum Beispiel der Internet-Traffic bei Computerspielen um gute 70% gestiegen ist seit der Maßnahmen in Italien und die Kinder alle zu Hause sind und Homeschooling machen und Distance Learning und in Wirklichkeit wird mehr gespielt als jemals zuvor. Also die Kinder so in, vielleicht eher vielleicht so zum Thema psychische Gesundheit in ihrer Kompetenz,
sind irrsinnig spannend mit dem umgegangen, dass sie sich gleich mal in ihre Welt gegangen sind, die sie eh ganz gut kennen, und wo die Dinge ihren gewohnten Gang gehen und wo plötzlich einfach viel mehr Zeit dafür war. Das heißt, es ist von Anfang an mega, mega viel gespielt worden und es ist viel in diesen, haben sie viel in den digitalen Raum zurückgezogen. Und fanden das noch sehr lustig. Das war so meine Beobachtung der ersten 2-3 Wochen. Das war für manche wie ein großes Abenteuer. Ja? Also zu diesem Thema Gesundheit und Krankheit, da haben sie sich alle noch sehr gesund gefühlt irgendwie. Auch weil das ja medial oder halt eben so sein dürfte, der Hobby-Virologe in mir, dass das die Kinder und die Jugendlichen nicht so wild betrifft, wie Erwachsene oder Ältere oder die Risikogruppe. Risikogruppe ist ein blödes Wort, aber. Ja. Und das ist aber dann doch, finde ich, mit der Zeit gekippt irgendwie. Das war so nah so ja, noch vor Ostern vielleicht, aber es war spannend, dass dann immer mehr von den Teenagern gefragt haben, wann geht die Schule wieder los? Also wann kann ich endlich wieder in die Schule gehen? Weil sie irgendwie, also das hat schon ihren Tag wahnsinnig strukturiert eigentlich. Und dass das immer mehr weggebrochen ist. Und dann habe ich immer mehr gemerkt, dass bei den Kindern, dass immer mehr, also in der Therapie jetzt vor allem so Einsamkeit ein Thema geworden ist. Die waren halt wirklich einsam und Mama und Papa sind ja nett, aber irgendwie doch ein schwacher Ersatz für das Sozialnetz, das in der Schule auch existiert. Und in all den anderen Settings, ja, Freunde und Freundinnen, wo sie so unterwegs sind. Und da ist für mich dann immer mehr spürbar geworden, dass die Kids halt jetzt gerade mit Einsamkeit kämpfen. Ich glaube, dass das bei vielen von uns so diese Existenzangst, ja, oder Angst um den Job oder Angst um die Eltern, / Großeltern, die Kinder wirklich diese Angst gar nicht so sehr gespürt haben oder nicht davon gesprochen haben in den Therapien, aber ganz viel mit über diese Einsamkeit geredet haben. Ja, weiß nicht, wann ich meine Freunde wiedersehen kann. Weiß nicht, wann können wir wieder Fußball spielen. Weiß nicht, wann kann ich wieder in die Schule gehen. Die ach so blöde Schule, wo man so froh ist, dass die zu ist. Ja, und so. Das hat genau 14 Tage gehalten, das Ganze. Und ist dann ziemlich gekippt. Und das merke ich jetzt so in den letzten Wochen. Ich meine, es gibt zumindest eine Perspektive für die Schule. Aber dass ich da immer mehr begonnen habe, mir eigentlich um die Gesundheit, psychische Gesundheit der Jugendlichen dahingehend Sorgen zu machen, dass die einfach sozial wahnsinnig verhungern. Also die fallen bei vielen Systemen ja durch eigentlich. Das weiß ja auch die Schule nach wie vor, zumindest in meinen Augen, ist man nicht super klar in dem, wie man das alles lösen wird. Ja, da gibt es jetzt die Ideen natürlich, aber wie das genau ausschaut, ich denke an einen Burschen, der bei mir ist zum Beispiel, der zutiefst traurig, bin wirklich eine halbe Stunde mit vielen Tränen verbracht, dass in diesen Gruppeneinteilungen in den Schulen er natürlich genau mit seinen Freunden nicht in der Gruppe ist. Weil diese Gruppen, also in den gesplitterten Klassen, die sind je nachdem, wie die Schulen sie eingeteilt haben, mit mehr oder weniger Konzept und Rücksichtnahme, teilweise halt einfach nach dem Alphabet. Die Folge für ihn ist, dass es auf jeden Fall bedeutet, dass er bis zu den Sommerferien seine zwei besten Freunde nicht wieder sieht. Aber die zwei anderen, wegen denen er dann zu mir kommen ist ursprünglich, weil es der Mobbing geht mal an der Schule, genau die, die er nicht mag, mit denen ist er in der Gruppe gelandet. Und mit denen muss er jetzt jeden Schultag in kleinerer Gruppe verbringen. Mit keinerlei Perspektive, dass sich das ändert, weil das restliche Schuljahr wird so ausschauen und dann sind die Sommerferien. Ja. Und wer jetzt wirklich wo, wann, wie, wen treffen kann, ist zumindest mit Abstand jetzt wieder möglich. Aber dass sich das nicht wieder ändert, ist auch nicht klar. Und da merkt man auch, das finde ich auch so ein Faktor, wo die Kinder gerade ganz, ganz unsicher sind, wo wir, glaube ich, auch viel helfen können, ist, dass viele von ihnen wahnsinnig schlecht informiert sind. Weil es auch nicht, also einerseits ist es für sie schwierig, manchmal an die Infos selber ranzukommen, gerade die jüngeren Teenager. Und andererseits kommen sie dann manchmal an fragwürdige Infos oder ihre Coping-Strategie ist tatsächlich, das ja auch so wegzupacken, dass man sich nicht damit beschäftigt. Und dann zwischendurch, wenn sie ganz mutig sind, sagen sie dann oder fragen sie dann plötzlich, du, glaubst du eigentlich, dass ich meine Freundin noch sehen darf im Sommer? Glaubst du eigentlich, dass ich noch in die Schule gehen darf, dieses Schuljahr? Und jetzt rede ich da so vor mich hin, passt das? Sicher. Ja, sonst, ich habe jetzt wieder den Chat beobachtet, ich habe jetzt noch keine Fragen gesehen, rausschießen die Fragen alle dann. Jetzt kommt eine Frage. Isa, ja. Yeah. Danke, Isa. Hast du mitbekommen, dass mehr Gewalt in Familien stattfindet? Ist das ein Thema in deinem Therapiesetting? Thema ist ja, definitiv. Es ist spannend, wenn man sich anschaut, die Formen von Gewalt, sozusagen, die verschiedenen. Physische Gewalt habe ich ganz selten in der Praxis. Die Kids, die zu mir kommen, die wirklich regelmäßig physische Gewalt erleben würden, sind meistens schon dauerhaft fremd untergebracht oder in Krisenwohnungen oder in einem Krisensetting, sagen wir so. Das heißt, ich habe keine Jugendlichen, die in einem Setting sind, wo es jetzt gerade im Moment körperliche Gewalt gibt. Aber viele, die
also die in Vernachlässigungssettings sind. Und das ist natürlich auch eine Form von Gewalt. Und da habe ich das Gefühl, das hat mehr zugenommen. Also für die ist ja ganz oft so die Schule ein Safe Space eigentlich. Da gibt es die paar Menschen, Lehrer und Lehrerinnen, ob man sie mag oder nicht, aber die kümmern sich ja auch irgendwie um einen. Und natürlich auch die Freunde und Freundinnen, gerade dort, wo es in den Schulen eine gute Klassengemeinschaft gibt, war für viele Kids so, dass das echt ein Ort war, wo die Welt in Ordnung war. Und das fällt komplett weg. Diesen Ort gibt es jetzt gerade nicht mehr. Und das war ganz spannend, wie unterschiedlich der Umgang ist. Also wenn ich Sie frage, so wie tun meine Eltern in der Zeit, bei den kleineren und bei den größeren. Da gibt es welche, die sagen, boah, für die Mama, Papa, ja, es sind meistens die Mütter, ja, die machen mega viel Homeschooling mit mir und ist total engagiert und was weiß ich, was kümmert sich so viel. Die anderen sagen, die Eltern tun sich auch schwer, weil die müssen ja irgendwie auch von zu Hause arbeiten und haben jetzt wenig Zeit, verständlicherweise. Und andere wieder, da denke ich an ein, zwei, die sagen, ich sehe die Mama und den Papa quasi gar nicht, weil die in der Früh beginnen, ihr Ding zu machen und ich bin zu Hause mehr oder weniger unbetreut. Ihr merkt, ich werde sehr vorsichtig in meiner Sprache, weil es einfach so eine irre Situation ist. Es soll nicht darüber kommen, als würde ich wen einen Vorwurf machen. Ja, ich glaube, wir handeln das alles so gut wir können. Aber die Kids, die es vorher nicht einfach gehabt haben, haben es jetzt definitiv nicht einfach. Es ist sicher nicht einfacher geworden für die. Und in der Form habe ich das Gefühl, da findet mehr Gewalt in Form von Vernachlässigung statt. Weil ganz viele Eltern einfach auch mit ihrer eigenen massiven Überforderung kämpfen. Ja? Und ich glaube, in den letzten Wochen, wir haben alle, wenn wir jetzt ein Brainstorming starten, könnten wir alle 5 Situationen aufschreiben, in denen wir massivst überfordert waren. Ja, wo wir einfach gesagt haben, ich weiß überhaupt gerade nicht, wie das weitergehen soll oder wie ich tun soll. Oder unsere eigenen Familienkrisensitzungen hatten und überlegt haben, wie könnte man jetzt tun mit dem Ganzen. Spannend ist, dass es auch die Profiteure der Krise gibt. Also einfach, ich habe halt Jugendliche bei mir, das sind dann nicht Kinder, das sind wirklich schon jugendliche Teenager, die sagen, es ist ein Traum. Das soll sich nie wieder ändern. Ja, Corona darf ruhig bleiben. Die Schule ist sowieso deppert. Endlich kann ich zu Hause sein. Das, was die Lehrer für 6 Stunden anberaumt haben, mache ich in 2 Stunden oder in einer halben Stunde, weil ich super gut Arbeitsblätter ausfüllen kann und diese Tools, die benutzt werden, gut bedienen kann. Aber ich von mir aus, also in der Schule bin ich gemobbt worden und die Klassenkolleginnen, die sind irgendwie eh alle blöd. Aber zu Hause habe ich meinen Laptop und da habe ich meinen großen 2. Bildschirm und da schaue ich Twitch den ganzen Tag oder schaue mir YouTube-Videos an und nebenbei mache ich ein bisschen Hausübung. Und also ich habe die lustigsten Geschichten gehört in der Zeit. Auch bei Zoom, also manche Schulen nutzen ja Zoom oder Teams, um Online-Stunden zu machen. Ich habe Jugendliche gehabt, die haben Standbilder von sich reinkopiert, damit so ausschaut, als würden sie aufpassen. Ich hatte eine Jugendliche, die hat ein Video von sich selber mitgeschnitten, wie sie aufmerksam zuschaut und hat das in Endlosschleife eingespielt in Zoom. Das kann man, wenn man technisch gut drauf ist, überhaupt kein Problem. Und für die Lehrerin sieht sie interessiert nicken die ganze Zeit und sie ist irgendwo, das interessiert sie überhaupt nicht. Sie liegt im Bett und liest ein Buch. Oder was auch immer, ist spazieren und es wirkt aber so, als würde sie im Unterricht teilnehmen. Also da ist schon auch diese Kreativität der Kinder in der Krise oft sehr, sehr beeindruckend, finde ich. Und wenn man es jetzt umdreht, wenn man sagt, es gibt Jugendliche, für die ist ja das Zuhause der sichere Ort und die Schule ein gefährlicher Ort. Und für die ist das wirklich der Hammer. Ja, also für die ist das diese Freiheit, die sie sich immer gewünscht haben. Vorher hat man nicht ausbleiben können. Ja. Ich denke, man kann diskutieren, ob man damit auch Problemen aus dem Weg geht. Aber ich meine, also blöd werde ich sein, mich einem Setting aussetzen, in dem ich eine Form von Gewalt erlebe. Ja, das halte ich für eine große Kompetenz, zu sagen, zu Hause ist es netter und wenn es nach mir geht, muss ich nie wieder in die Schule. Da hat eine ältere Jugendliche, die hat überlegt, wie sie dazu schauen kann, dass sie in die Risikogruppe reinkommt, dass sie überhaupt nicht mehr in die Schule muss. Alles Mögliche überlegt, ob man Ärzte kennt oder Ärztinnen irgendwas unterschreiben können. Und ich glaube, das allergisches Asthma steht auf der Liste und sie hat mich einmal schnaufen gesehen in der Praxis, wie diese furchtbare Birkenzeit war und so, hat überlegt, ob das nicht eine Möglichkeit wäre, dass man da irgendwie hineinrutschen kann, dass man da nicht mehr hin muss. Also ich denke, überall, wo ich jetzt gerade so viel Drama sehe, und es ist wirklich viel Drama und jetzt bei den Jugendlichen Drama, nicht im zynischen Sinn, sondern wirklich viel Einsamkeit und Schmerz, dort gibt es auch dieses Krisenwachstum, ja, das ist ja auch ein blödes Wort. Aber das ist schon spannend, wie die Kids da mit ganz kreativen Ideen eigentlich sich irgendwie rausholen oder auch ihren Gewinn finden in dem Ganzen. Genau. Ja, ich habe eine Frage und zwar, du sagst jetzt, es gibt Jugendliche, die profitieren davon oder die sagen, ja, ist alles easy und cheesy und aber es gibt ja andere Art von Jugendlichen auch, die eigentlich übervorsichtig sind und jetzt eigentlich total, wie sie sagen, alles über YouTube und was weiß ich, WhatsApp an Infos von Corona reinkriegen und sich jetzt gar nichts mehr trauen. Also es gibt die andere Variante wahrscheinlich auch, oder? Also die sind übervorsichtig und auch einsam sind, aber gar nicht aus sich kennen, weil sie einfach Angst haben. Ja, ja.
Ich habe da einen Jugendlichen, den habe ich wahnsinnig ins Herz geschlossen, und der hat das Thema, mit dem er gekommen ist vor einem halben Jahr, war Einsamkeit eigentlich. Und dann arbeitet man halt so und schaut, dass der gut zu sich selber findet und mitbekommt, dass er der Welt doch was zu bieten hat, was er wirklich hat, ist super gescheiter und sehr lieber Bub eigentlich. Und dann gewinnt er zwei Freundinnen in der Klasse, erstmalig. Ne? Und erzählt nur noch von diesen, also stundenlang ist es nur um diese beiden Freundinnen gegangen, wie nett die sind und so toll und lieb und alles. Und dann kommt Corona. Und jetzt sitzt er zu Hause und er ist eben auch, was rein diagnostisch, er ist nicht ganz unzwanghaft. Also er hat schon vorher, hat Händewaschen lange gedauert. Aber jetzt ist das irre für ihn. Also das ist für ihn die Vorstellung, rauszugehen, ist ein Wahnsinn. Und ich glaube, dass er tatsächlich in den 7 Wochen nicht vor der Haustür war. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Einer der wenigen, mit denen ich jetzt Online-Sessions mache, die ja ausnahmsweise jetzt erlaubt sind, dass man die macht. Eigentlich sind sie verboten in Österreich, weil der einfach keinerlei Perspektive hat. Ein normales Händewaschen hat ihm immer eine Viertelstunde gedauert. Jetzt dauert Händewaschen eine Dreiviertelstunde. Und das muss er machen, wenn die Mutter nach Hause gekommen ist von der Arbeit und den Tisch berührt hat, auf dem er nachher Mittagessen wird. Mhm. Und das hat das Leben so durcheinander gewürfelt, das zählt sicher nicht zu denen, die von der Krise profitieren, sondern zu denen, die ganz viel verloren haben von dem, was sie sich eigentlich aufgebaut haben. Aber und welche Strategien? Aber was würdest du sagen, wenn jetzt, okay, ich habe jetzt Jugendliche, die wirklich sehr angstbehaftet sind und wirklich Angst haben, gell? Und wie kriege ich die jetzt wieder irgendwie raus in die Normalität? Ja? Also wie schaffe ich da irgendwie die Angst abzubauen zum Beispiel? Was hast du für Lösungen? Also ich glaube, das sind zwei Teile sind wichtig sozusagen. Das eine würde ich, das ist das Faktische, nennen wir das Realitätsprinzip. Ja, das ist ja die Jugendinfo sozusagen. Ja. Das heißt, Jugendliche brauchen diese faktisch guten Infos und sie brauchen sie altersgerecht und altersadäquat erklärt, so dass sie gut verstehen können. Wir wissen das alle, dass wenn wir jetzt das einmal hören, wir merken es uns nicht. Ja. Es geht da rein und beim anderen Kopfhörer Ding wieder raus. Es bleibt nicht hängen. Ja. Wir brauchen das zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, vielleicht 10-mal. Ja, überall hängen die Zettel, bitte Hände waschen, was weiß ich. Oder das könnte man es vergessen gerade, aber wer weiß, vielleicht passiert es wirklich. Ne? Also so dieser eine Teil ist für mich die Angst, nennen wir das Realitätsprinzip. Die Angst braucht etwas, wo wir sagen, okay, ne, und das ist die Realität sozusagen. Das sind die Infos, mit denen wir arbeiten. Und dazu gehört aber was Zweites, damit das Ganze durchkommt, und das war auch so mein Gefühl, war in letzter Zeit in der Therapie, wo das immer in Therapien ein Riesenthema, aber jetzt gerade ganz besonders, das ist, dass die Kids einen Platz brauchen, wo diese Angst ernst genommen wird. Und dazu, da gebe ich jetzt noch einen zweiten Schritt dazu, zu dem man vielleicht ein bisschen was sagen muss, ist es, dass wir selber mit unserer Angst gut können. Also wir sind so stark reagierende Lebewesen, dass wir sofort merken, wenn jemand angsterfüllt ist. Und wenn ich angsterfüllt in der Praxis sitze, angenommen, und ein Jugendlicher kommt zu mir und sagt, er hat Angst vor Corona, und ich erkläre ihm super angsterfüllt, dass er keine Angst haben muss, wird das nicht funktionieren. Und es wird erstens nicht funktionieren, weil ich Angst habe, und zweitens, weil jemandem zu erklären, dass er ein Gefühl nicht haben soll, immer der schlechteste Weg ist. Ne? Ja. Also wir tun, das mache ich auch bei dem Burschen dann so spürbar, der heilsamste Satz für den war zu sagen, das muss dir wirklich furchtbar Angst machen gerade. Ne? Und ich kann das so schlecht, wenn ich das irgendwo runter referiere, aber ich kann sehr gefühlvoll das sagen. Und das wirkt dann das ist dann auch ganz lieb und ernst gemeint. Und das ist was zum Beispiel bei dem einen Prozess angestoßen hat oder einfach mal auch Tränen kullern können. Und wo der versteht, dass jemand anderer versteht, dass er Angst hat. Es ist ich splitte das wirklich, ein Teil ist Realität und Realitätsprinzip. Es ist ja seine Realität, dass da überall böse Viren sind. Aber das Realitätsprinzip, das ich mitbringe, versus dieses wahnsinnige Ernstnehmen von dem, was der spürt und was der wahrnimmt. Und das Interessante ist, dass wenn man es ernst nimmt und dort auch hingeht mit ihm und sagt, das musst du wirklich Angst machen, und magst du ein bisschen sagen, was macht dir besonders Angst, oder sehr körperzentriert arbeite ich ganz gern, so, wo spürst du die Angst auch im Körper, wo sitzt denn das, und wie ist es, wenn man einfach bei dem bleibt, nicht wegredet, nicht sagt, ciao, okay, pass auf, jetzt wasch dann nochmal die Hände und dann gehst raus, oder du brauchst nicht so viel Angst haben, weil es wird dich schon nicht erwischen, sondern das ganz, ganz, ganz viel und lange ernst nimmt, und das sind auch viele Interventionen, einmal wird nicht reichen, dann wird die Angst besser. Also das merkt man ganz oft bei starken Gefühlen, also starke Gefühle kann niemand von uns lange aufrechterhalten. Also wenn wir uns auf unsere Wut konzentrieren, ich bezweifle, dass irgendjemand länger als 3 Minuten wütend sein kann. Wenn man wirklich bei dieser Wut bleibt. Wir werden meistens abgelenkt. Es fällt dann irgendwas ein, oh, ich wollte noch Kaffee machen, da waren wir schon immer wütend. Dann fällt uns ein, ah ja, ich war ja eigentlich wütend, dann wären wir wieder wütend. Und bei dem ist so dieses Dabeibleiben bei der Angst zum Beispiel, verändert für den ganz viel, weil er gleichzeitig spüren kann, dass die Angst zwar schlimm ist, ihn aber nicht umbringt. Es ist nicht die Angst, die ihn umbringt. Es ist die Interpretation von Angst.
Ja, dass wir ihn erwischen werden, dass man nie wieder rausgehen kann. Und das, was in den letzten Wochen, was es irrsinnig viel gebraucht hat, und das finde ich ein sehr anstrengender Teil oft von dieser Arbeit ist, ist bei diesen ganz starken Gefühlen bleiben und die ernst nehmen, wurscht wie irrational sie sind. Ja. Also man sagt in der Psychotherapie oder in der Richtung, aus der ich komme, also als personenzentrierter Psychotherapeut, eigentlich immer, es ist im inneren Bezugsrahmen des Klienten. Ja. Nicht, weil ich Angst habe vor Viren. Ich finde diese Corona-Situation nehme ich sehr ernst und so, aber ich habe keine Angst vor dem jetzt, dass mir etwas ganz Schlimmes passieren wird. Aber die Person gegenüber hat Angst. Ja. Und diese Angst kann ich ernst nehmen, wenn ich mich auf das einlasse, warum die Person Angst hat, in ihrem inneren Bezugsrahmen. Und das hilft den Menschen wahnsinnig, weil sie ernst genommen werden dabei, weil sie spüren, dass jemand empathisch dabei bleibt, weil sie jemand wertschätzt. Ja. Also ich mache mich nicht lustig drüber. Ich sage nicht, ich mag dich eigentlich lieber, wenn du keine Angst hast. Ich sage auch nicht mal, ich mag dich, weil du Angst hast, sondern das ist ganz, ganz in Ordnung. Man darf Angst haben in dieser Zeit. Das ist auch furchtbar gruselig manchmal. Mhm. Und das ist was, dass sozusagen auch dieses Gefühl validiert wird. Ja, das ist so eine einfache Strategie. Das ist das, was wir alle sicher ganz oft machen und jetzt ganz aktiv machen können. Ja, dieses Präsentbleiben mit dem, was bei den Kindern ist. Einsamkeit bei vielen jetzt auch bei mir. Ja, diese Einsamkeit ist so furchtbar. Es ist ja wirklich schrecklich, einsam zu sein. Niemand von uns ist das gerne. Ja. Stimmt. Und ja, hoffe mal, vielleicht traut er sich wieder raus. Wer hat, also ich schätze mal, dass ganz viele Teilnehmer da eigentlich in der Jugendarbeit tätig sind. Manche Namen kenne ich ja, manche nicht. Aber wenn ihr Fragen habt bezüglich, ja, wie könnt ihr in der Jugendarbeit, egal in welcher Art und Weise ihr mit Jugendlichen arbeitet, wie könnt ihr da jetzt da eingreifen oder irgendwas eine Frage stellen, bitte fragt im Chat oder traut euch euer Mikro zu entmuten und einfach zu fragen. Mhm. Welche Methoden hast du zu Angst, wäre eine Frage. Mhm. Also ich finde, also Methodenfragen sind in der Psychotherapie ja immer, grundsätzlich finde ich in der Arbeit mit Menschen sehr, es gibt sehr vielfältige. Ich las je nach Alter der Kinder und der Jugendlichen ganz unterschiedlich und vor allem, wenn ich sie jetzt halt face-to-face da habe, tue ich ganz unterschiedlich mit ihnen. Ein Teil bei mir ist immer sehr Körper, also ich arbeite ganz gerne mit Körper, also wir können das Fragen, die alle spüren und fühlen mit dem Körper. Niemand kann Wut denken, das ist kein Denkkonzept, das ist was, auf Englisch würde man sagen Embodiment, das wohnt im Körper, also der Körper ist der Resonanzraum für Gefühle eigentlich. Das heißt, ich lasse die Kinder oft, wenn zum Beispiel diese Angst kommt, die auch wirklich gut spüren, ja, wo sitzt denn Angst? Wo spürst du Angst eigentlich im Körper? Ja, wo sitzt die im Bauch? Sitzt die in der Brust? Ja? Ganz oft hilft es ihnen, wenn man sie in so einem Setting hat, wo sie ganz große Angst haben, dass man die Hand drauflegt zum Beispiel oder sie hinatmen lässt, ne? Dass sie Kontakt aufnehmen mit dem. Ich spüre jetzt, okay, da habe ich so ist meine Angst. Und dann lasse ich sie, je nachdem, wie sie sind und wie sie tun, das sind die Kinder ein bisschen unterschiedlich, kann man dieser Angst Ausdruck geben zum Beispiel. Ausdruck kann sein mit Worten. Manche reden gern, die beschreiben das dann. Es fühlt sich an wie ein Knödel, der bei mir sitzt und der so vor sich hin wabbert in meinem Bauch und so tut. Und da geht es um diesen Prozesscharakter bei der Angst. Prozesscharakter im Sinne von, wenn wir dabei bleiben, wie verändert sich das? Und damit spüren die Kinder, und wir alle würden das spüren, wenn wir es anwenden, ganz schnell, dass das nichts Starres ist. Ja, sondern ein Gefühl ist immer was Lebendiges. Ich habe in dieser Sekunde anders Angst als vor 5 Sekunden oder vor 10 Sekunden. Und kommen in Kontakt auch mit dem, dass das was Bewegliches ist. Ja, dass das nichts ist, was wie eingefroren ist. Super funktioniert bei den nicht sehr durch die Schule leidgeprüften Teenagern, wenn man sie dann zeichnen lässt, zum Beispiel. Das mache ich ganz viel. Das heißt, wir machen unterschiedliche Methoden beim Zeichnen eigentlich. Manchmal lasse ich sie zum Beispiel in dem Beispiel jetzt die Angst zeichnen. Ja, wie fühlt sich denn das an? Das kann ganz abstrakt sein. Manche machen einen schwarzen Strich über ein Blatt. Andere zeichnen ganz komplexe Dinge. Andere lasse ich aber auch zum Beispiel den Tag als Comic zeichnen oder jeden Abend eine Mini-Zeichnung machen, wo man nur 20 Striche verwenden darf. Das heißt, es geht für mich jetzt in der Therapie und in der Unterstützung ganz viel darum, dass die immer Ausdruck finden für das, was sie wahrnehmen. Ja, das heißt, das, was wir gerade spüren, braucht irgendeine Form von Ausdruck und von Platz. Mhm. Und das ist, so nehme ich dann methodisch quasi die Angst, dass ich sie, wie soll man sagen, realisiere oder in den Raum bringe. Ja? Und wir sie dann auch besprechen können. Ja, wie tut denn das Bild eigentlich? Ja, wie ist das entstanden? Was macht das? Ja. Genau. So arbeite ich mit der Angst.
weil was man immer machen kann, ich bin jetzt immer so im Kopf gerade in so fortgeschrittenen Therapieprozessen, oder wo die Kids halt, ich weiß nicht, was 10, 15 Stunden schon da waren, was wir alle ja auch wissen, ist natürlich Ressourcenarbeit. Also ich habe ganz, ganz oft die ersten Stunden mit den Kindern zu diesem Thema Angst, zum Beispiel so, was hilft denn gegen Angst? Was sind denn so die Dinge, die helfen? Reale und irreale Dinge. Man kann sie manchmal träumen lassen, so im Sinne von Superman würde kommen und mich holen. Auch wäre wieder perfekt zum Zeichnen, weil dann hat man einen Superman, den man ihnen mitgeben kann. Der darf einen dann heimbegleiten. In die andere Richtung, das ist was ich den Kids immer anbiete, ist, wenn wir was ganz Düsteres zeichnen, Angst in dem Fall, dass ich es bei mir in der Praxis behalte. Die Angst darf man nämlich bei mir lassen. Die muss man nicht mit heimnehmen. Die darf bei mir wohnen und ich passe gut auf sie auf. Die haben einen super Platz und ich habe ein super Reinigungsteam. Die kommen am Wochenende, machen alles sauber und putzen die Angst von oben bis unten und so. Und die ist nächste Woche noch da, wenn wir sie brauchen. Aber in der Ressourcenarbeit auch wirklich, lasse ich sie manchmal zeichnen oder aufstellen, wer sind die Helfer und Helferinnen, zum Beispiel, wer sind die Orte, wo man hingehen kann, wer hat mir schon mal geholfen, weil ganz oft kommt niemand, niemand kann mir helfen. Okay. Das heißt, du hast das erste Mal im Leben Angst? Nein. Ah ja, wie war denn das, wie du das letzte Mal Angst gehabt hast? Und so kann man es langsam erarbeiten mit ihnen. Und manche Kids sind der ganz großen Angst, sind sehr kognitive Prozesse oft eher schwierig, weil wir einfach nicht gut denken können, wenn wir Angst haben. Ja, Angst führt zu, also macht kognitive Prozesse schwierig, ist, dass man sie das auch aufschreiben lässt. Zum Beispiel, ja, wir könnten kitschig sagen, das ist wie ein Notfallplan eigentlich. Ja. Was kann ich tun, wenn ich Angst habe? Hat einer mal geschrieben, ganz nett, das ist ein großer Zettel und die Überschrift, was kann ich tun bei Angst? Und darüber hat er begonnen, eine Liste zu machen. Das kann ich machen, das kann ich machen, das kann ich machen. Und dann haben wir es noch, jetzt bin ich gleich fertig, aber dann haben wir es noch gruppiert, was kann ich selber machen, mit meiner Familie, mit Freunden und in der Natur. Also dass er sich selber einen Methodenkoffer entwickelt. Mhm. Und das geht selbst mit 9- oder 10-Jährigen schon. Also das ist für die, auch die kriegen das gut hin, sich das zu überlegen. Das ist ein bisschen spielerischer vielleicht, aber die kriegen das super hin, sich ein System zu überlegen für das. Okay. Genau. Bitte stellt eure Fragen in den Chat. Lukas ist noch eine halbe Stunde da und ist für alle Fragen offen. Ansonsten, wenn jetzt gerade keine kommt, hast du Tipps für Jugend in Jugendzentrum zum Beispiel? Also da werden ja wahrscheinlich verschiedene Arten von Jugendlichen kommen. Angsterfüllte Jugendliche und Jugendliche, die gar keine Angst haben. Die werden sagen, egal, oder? Zum Beispiel. Wie gehe ich zum Beispiel aber jetzt mit beiden zusammen, wie gehe ich da am besten um oder was kann man da machen? Oder? Ja. Spannende Frage, ich hoffe, dass ich da jetzt... Ich fand das ja, oder nur Ideen, also das ist jetzt nur, mir ist es gerade eingefallen, genau, im Jugendzentrum werden wahrscheinlich angsterfüllte Jugendliche kommen oder auch, die sagen, mir alles egal. Ja. Ich frage mich gleich mal, ob man zwei Ecken einrichten kann. Auch eine, also was ich hier spannend fände, wäre, ob man eine Corona-Plauder-Ecke einrichten kann oder einen Corona-freien Raum, also als Gegenstück quasi. Das kann ich sowas super machen, wie sowas einen, das wäre ja wieder, immer wieder so ein Safe Space, ist auch so ein aufgeladenes Wort. Aber ich empfehle das Familie manchmal beim Thema Medien. Kann man sowas wie eine medienfreie Zone machen im Haus, wo niemand Laptop, Tablet, Smartphone hin mitnimmt. Aber kann ich irgendwas machen, wo ich quasi sage, ich habe einerseits ein Plaudereck, wo genau das Thema ist. Ja, da kann ich hingehen, wenn ich genau über das reden mag. Und andererseits ein Eck, das Corona-frei ist. Ja. Oder ein Sofa oder was auch immer, wo es einen Raum gibt, wo es irgendwann einmal im Leben momentan nicht um Corona und Covid-19 geht. Was ja auch spannend ist, das einzige Thema, über das wir alle sprechen die ganze Zeit. Immer, egal wo du hingehst. Super interessant. Ja. Es gibt kein anderes Thema mehr, das wird aus allen Perspektiven und Winkeln und also sich was diskutiert, als würde es im Leben sonst nichts mehr geben. Und das könnte ich mir auch vorstellen. Und ich würde mich fragen, glaube ich, was können diese Kinder voneinander lernen? Das wäre ja auch ganz spannend. Also die Vorsichtigen und die Nicht-Vorsichtigen. Ja? Sag mal, die einen nehmen es zu heftig, sind ganz angsterfüllt, und die anderen nehmen es zu locker. Super, die könnten wirklich was voneinander lernen. Da sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jutze sowieso Experten dafür, sozusagen, wie man quasi die Jugendlichen ins Gespräch bringt über das. Also kann man eine Gesprächsplattform denen ermöglichen, wo sich die austauschen über das. Es war auch jetzt einmal unlängst so die Frage überhaupt, wie kommt man zu diesem Normalbetrieb jetzt zurück? Jetzt kommen die alle wieder, eventuell in die Schulen und so weiter. Ja, was tun wir denn jetzt mit denen? Da war eine Frage war,
Sollen wir auf das Thema eingehen oder gehen wir gleich zum Normalbetrieb über in der Schule? Und meine Antwort, ich finde, redet der Therapeut, man sollte unbedingt auf das Thema eingehen. Ja, also ich würde mich eher fragen, wie viele Schultage ich mir Zeit nehmen will, um auf das Thema einzugehen, was jetzt passiert ist. Und man kann die Kinder, glaube ich, ganz viel fragen zu dem, ich habe es für die Therapien geplant, wenn so das Thema wieder von selber kleiner wird, so, was hast du gelernt während Covid-19? Ja, was hast du nicht gelernt? Was war deine größte Angst, deine größte Befürchtung? Was hat super funktioniert? Was war eine ganz neue Erfahrung? Also ich glaube, da kann man, wenn man brainstormt, sich so viele spannende Fragen überlegen, wo die Kinder berichten können oder auch gestalten, Plakate machen oder YouTube-Videos, was auch immer, wo sie erzählen von dem und wo wir damit gleichzeitig wieder das, was sie gespürt und erlebt haben, einen Platz bekommt. Und, das ist immer der zweite Teil, gewürdigt wird von einer anderen Person sozusagen. Nicht nur ich erzähle es in den leeren Raum, sondern ich habe jemanden, der im Nutz arbeitet, der sagt, boah, echt, das hast du gelernt. Das ist eine coole Sache eigentlich. Ja. Und damit auch nochmal einen Reflexionsraum erschafft eigentlich. Klingt sehr cool, muss ich sagen. Gute Ideen. Gibt es noch Fragen? Fragt einfach alles, was euch am Herz ist, bitte in den Chat. Oder super. Isa schießt die Fragen raus. Super. Hast du Tipps für Berater selbst, dass man die Angst von Kids nicht auf einen selbst überträgt, spiegelt etc.? Also ja, weil ich das ja auch merke, dass ich Angst gehabt habe zwischendurch. Ja? Meine Angst war jetzt nicht vor dem Virus, dass es mich betrifft, aber meine Angst war, wie tut das mit meinen Eltern? Ja, die sind so, ich denke immer, meine Mutter ist 60, wird 60, Entschuldigung Mama, in den nächsten Wochen. Und ist man jetzt ab 60 schon Risikogruppe, ja oder nein? Und ich kann ja nicht zu meiner Mama Risikogruppe sagen und die ist Lehrerin und wie tun das, wenn die rausgeht und was weiß ich was. Ja? Und mein Vater ist eine Spur älter auch noch. Dass ich merke, da bekomme ich plötzlich Angst. Und ich glaube, das Erste ist für uns als Berater und Unterstützer irre wichtig, dass wir einen Platz für unsere Angst haben. Also genauso wie die Kids wohin müssen, müssen wir wohin mit unserer Angst. Ich muss jemandem sagen können, mir macht das Sorgen, mir macht das Angst. Und im Idealfall ist das ein Gegenüber, das nicht gleich sagt, und das tun wir jetzt gegen deine Angst, sondern es ist okay, dass du Angst hast. Ja, wir können dir mal da lassen, diese Angst, und es ist ja auch eine gruselige Situation. Ja. Mhm. Das wäre so ein bisschen zu dieser Übertragungsfrage. Und gleichzeitig finde ich, dass die Kinder, Jugendlichen das durchaus aushalten, dass auch wir sagen können, dass wir Angst haben. Ja, also die haben ja auch ein, wenn man so will, ein kongruentes, sehr personenzentriert, aber ein stimmiges oder klares Gegenüber verdient. Wir müssen nicht so tun, als wäre irgendwas nicht da, was da ist. Also wir müssen nicht spielen, immer Fels in der Brandung sein. Wir können sagen, eine Antwort kann sein, wir werden das alles gut hinkriegen, aber manchmal macht es mir auch Angst. Ich kann verstehen, dass du Angst hast, weil mir macht es manchmal auch Sorgen, diese Situation, und mir macht es manchmal auch Angst. Mhm. Und ich glaube, dass das sogar eine ganz wichtige Antwort für die Kinder ist. Also wir sind wieder in einer Doppelrolle. Einerseits, weil wir unser Gefühl zur Verfügung stellen können, also auch uns Erwachsenen macht das Angst, uns als Therapeutinnen, als Berater, als Unterstützer oder Unterstützerinnen, und gleichzeitig ein bisschen, sind wir wieder in der Therapiesprache, aber ein bisschen stellvertretende Hoffnung spielen können für die Kinder. Das heißt, gerade wenn die das Gefühl haben, das wird gar nicht mehr, können wir die sein, die sagen, ich habe zwar gerade Angst, ich bin mir sicher, dass wir es wieder. Also ich habe Vertrauen darin, dass wir das als Gesellschaft, als Personen, als Jutz, als Schule und gut hinbekommen, als Familie. Und das klingt jetzt Widerspruch, aber das ist es eigentlich nicht. Man kann ja Angst haben und hoffnungsvoll gleichzeitig sein. Wir sind ja super, dass wir solche Widersprüche in uns auflösen können eigentlich. Mhm. Die Situation macht mir Angst, aber die Perspektive ist für mich eine hoffnungsvolle. Und ich merke also, wenn das überhand nimmt, wenn man merkt, dass man ganz starke Ängste hat, dann schaut man, dass man sich auch Unterstützung sucht dafür, für das Ganze. Und ein Teil wird immer passieren. Also wir sind so Co-Regulationswesen. Ich finde, das merkt man ganz extrem. Also ihr kennt das, wenn man in einen Raum reingeht, wo irgendwer angespannt ist oder ganz, was ganz eine schlechte Stimmung ist, wir spüren das sofort. Ja, das hat was mit menschlicher Regulation und Co-Regulation zu tun. Wir reagieren auf Stimmungen. Und die gesamte Gesellschaft ist momentan dysreguliert. Es ist jetzt besser geworden, aber die letzten Wochen, wenn ihr denkt, wie angstvoll alle auf der Straße unterwegs waren. Das heißt, die ängstlichen Menschen haben automatisch noch mehr Angst bekommen, weil die Gefühle immer ansteckend sind, die kleinen Kinder haben oder hatten oder mit denen arbeiten kennen, dass wenn man ein weinendes Baby in einen Raum setzt, wo andere Babys sind, fangen die auch zu weinen an. Ja? Das ist die frühe Form von dem Ganzen, die sogenannte Gefühlsansteckung. Das machen wir später aber immer noch. Ja, Trauer, Wut und so steckt uns automatisch an, weil wir als Menschen mit anderen mitgehen emotional.
Und das heißt, wenn wir ein Kind haben, das ganz große Angst hat, und wir spüren dann auch die Angst, das ist eine vollkommen normale Reaktion. Ich finde es auch ganz wichtig, sich das immer wieder herzuholen. Es ist in Ordnung. Ja, und das ist, in den Therapien merkt man das oft, wenn Kinder sehr, sehr traurige, Jugendliche, auch Erwachsene, sehr, sehr traurige Geschichten erzählen, merke ich als Therapeut, wie ich traurig werde oder wie ich sogar wahnsinnig traurig werden kann dabei. Und das ist, denke ich, auch eine normale und gesunde Reaktion, die man zur Verfügung stellen kann. Ja, und wir spüren vom Bauchgefühl ganz, ganz gut, was die Leute brauchen. Braucht Kind, Jugendlicher gerade wen, der mittrauert mit ihm und sagt, das, was du erzählst, ist wirklich furchtbar traurig, ja, das berührt mich auch sehr. Oder braucht es jemanden, der sozusagen den Halt bietet gerade, ja, und sagt, das ist wahnsinnig traurig, aber ich bin da und wir schaffen das. Ja. Manchmal braucht das eine, manchmal das andere. Gibt es Fragen zu... Ist das Neues wieder? Wir haben ein Neues, oder? Eine neue Frage. Was glaubst du, wie sehr die Maske diese Gefühlsansteckung verhindert? Mhm. Ich gehe davon aus, dass wir sie im Jugendzentrum länger tragen müssen. Mhm. Ja. Also es gibt jetzt erste ganz frühe Studien zu dem, wie Kinder zwischen 0 und 6 tun. Die kommen jetzt noch nicht ins Jutz wahrscheinlich, aber dass die sich ganz schwer tun mit den Masken. Nicht, wenn sie sie selber tragen, aber in der Interaktion. Weil die Gefühle, also von ihrer kognitiven Entwicklung her, Gefühle noch viel mehr am Gesicht ablesen als wir. Ja. Also die sich schwer tun, sozusagen emotional mitzukommen, wenn irgendwas los ist. Ich glaube, dass sie diese Gefühlsansteckung oder diese, wie nennen wir es, Empathie oder Resonanz nicht verhindern wird, aber sehr stark beeinflussen wird. Ich bin total froh, muss ich sagen, dass unser Berufsstand sich erfolgreich gewehrt hat, dagegen, dass wir haben keine Maskenpflicht in der Psychotherapie. Die Leute kommen mit Maske rein bei mir am Gang, wo sie eh niemanden begegnen. Das haben wir so im Timing mit den Kolleginnen gemanagt in der Praxis. Aber wenn sie im Raum sind, müssen sie keine Maske tragen. Und das ist wahnsinnig angenehm zum Arbeiten. Gleichzeitig, ja, glaube ich, dass das auch eine Gelegenheit sein kann, diese Maske quasi mit ins Gespräch einzubauen. Also das könnte schon Teil von dem Ganzen sein. Zu sagen, du, ich merke, es ist wahnsinnig schwierig zu merken, wie es dir gerade geht durch diese Maske. Vielleicht musst du es mir diesmal ein bisschen mehr sagen. Ja, wir müssen, auch ich muss neu lernen, mit dem umzugehen. Und vielleicht kann man das gemeinsam lernen. Grundsätzlich ist es, dass bei der Koregulation oder bei der Gefühlsansteckung recht viel über die Augen und kurz über die Mimik geht, im Muskeltonus, also wie angespannt man ist. Und die Maske verdeckt doch einen großen Teil vom Gesicht und die ist definitiv störend bei dem, ja. 100%ig. Sie wird sie nicht 100% verhindern, aber sie wird sie stark beeinflussen. Ja. Ich habe noch 10 gute Buchtipps oder Links zum Thema Angst. Ich fand ganz gut, ich glaube, das haben sie bei Corona gegründet und das gibt es noch, das ist angstfrei.news ist die Webseite. Ich schreibe es mal rein, bitte schauen, ob der Link stimmt. Das ist für Menschen vom Verein, Menschen mit Angststörungen in Deutschland. Die haben eine Corona-Positiv-Nachrichtenseite gegründet, das fand ich ganz nett, wo man quasi angstfrei News lesen kann. Buchtipps spezifisch zum Thema Angst. Muss ich aus dem Kopf raus sie jetzt schuldig bleiben. Ich habe ein riesiges Bücherregal. Man kann mir ein E-Mail schicken. Ich tippe kurz meine E-Mail-Adresse unten rein. Das ist auch gleichzeitig meine Webseite. Okay. So. Und dann schicke ich was. Ich muss zu Hause durchstöbern. Ich finde sicher was. Ja, zum Thema Angst. Spezifisch für Kinder, Jugendliche auch noch einmal. Genau. Ja, bitte stellt Fragen in den Chat. Was wollt ihr noch wissen oder was habt ihr für Ideen? Es müssen ja keine Fragen sein. Ihr könnt auch euer Mikro entmuten und einfach meine Behauptung aufstellen. Ja? Wir sind offen für alles. Wir sind bereit. Lukas, du machst das so gut, dass es fast keine Fragen mehr gibt. Ja? Oh yeah. Ah, jetzt geht's wieder weiter. Hast du ein gutes Bilderbuch zum Umgang mit Ängsten für Kinder im Volksschulalter? Ja, habe ich, glaube ich. Ich bin Experte. Ich habe meine Praxis ist gefüllt mit Fabiola oder wer es haben möchte, bitte schreibt es mir in E-Mail, weil ich die Titel nie aus dem Kopf raus weiß. Und ich sitze im Praxisraum der Kolleginnen gerade, weil die hat das bessere Licht und das bessere Internet und nicht in meinem Raum. Aber ich habe ein paar Kinderbücher bei mir drüben liegen und spezifisch zum Thema Ängste, zum Thema Verliebtsein habe ich ein nettes und so, zum Thema Depression
die ich den Kindern oder auch den Jugendlichen und auch den Erwachsenen mitgebe. Also für Erwachsene sind die Bilderbücher besonders gut. Erwachsene glauben immer, sie müssen ganz lange Bücher mit vielen Wörtern und wenig Bildern lesen, aber meistens tun uns die Bilderbücher am besten, weil man da nicht so viel nachdenken kann und mehr ins Spüren kommt. Ich fand auch die Frage, hättest du noch weitere Tipps, wie im Gruppensetting mit Jugendlichen das Thema Corona aufgebaut werden kann? Also, ich habe früher viel, jetzt noch weniger, bei der Sexualpädagogik gearbeitet, und das war ja ganz oft, ich denke überhaupt, wenn wir mit Gruppen arbeiten, ist immer so diese Frage, wie stellen wir ein Setting her, dass die Menschen über ihre Ängste sprechen können und die anderen gut mit dem Ganzen umgehen. Und ich finde, das ist ein super schwieriges Thema und bis zu einem gewissen Punkt braucht es eine strengere Hand manchmal, dass man gewisse Kommentare von Anfang an abdreht, beziehungsweise sie klar macht, dass es einen Raum gibt, um über diese Ängste zu sprechen. Was sich manchmal bewährt, glaube ich, ist, wenn die Gruppe groß genug ist, ja, sodass man nicht gleich weiß, was von wem kommt, dass man zum Beispiel die Kids, so macht man das in Gruppentherapien manchmal, die Ängste auf einen Zettel schreiben lässt, anonym, und die können das abgeben. Und die Therapeuten oder Gruppenleiter, das müssen nicht mal Therapeuten sein, überhaupt nicht, lesen zum Beispiel diese verschiedenen Ängste vor und sagen jeweils, ob sie diese Angst auch kennen. Das heißt, ich biete meine Ängstlichkeit und meine Verletzbarkeit gleich am Anfang an, damit auch die ganze Gruppe spüren kann, da ist niemand, der ultra cool vorne sitzt und sagt, ich kenne sowas wie Angst überhaupt nicht, weil ich bin 31 und mir ist das vollkommen wurscht. Ja? Und sowas bietet sich manchmal an, da wirklich immer wieder die eigene Verletzbarkeit oder Angst zur Verfügung zu stellen. Zu sagen, hey, mir macht das schon voll Angst. Ja? Oder bevor ihr was erzählen wollt, wir wollten schauen, so dass wir ein bisschen über das reden, was wir alle erlebt haben, wollte ich euch erzählen, was ich so erlebt habe. Und so habe ich als Erwachsener, als Betreuer, als Therapeut diese Zeit erlebt. Und das hat mir Sorge und Angst gemacht. Isa schreibt, würdest du sagen, dass Social Distancing Auswirkungen haben wird auf unser Sozialleben? Wenn ja, welche? Also ja, das glaube ich schon. Jetzt muss ich mir überlegen, welche Auswirkungen, aber ich sage mal ja. Also wird es hundertprozentig, weil die Menschen soziale Wesen sind und wir sind einfach abhängig von dem, dass wir berührt und angegriffen werden und in Kontakt sind mit anderen. Also das eben bei den kleinsten Kindern, also die kleine Zeugin, kommt hochabhängig von Bezugspersonen auf die Welt. Der ist alleine nicht überlebensfähig, Punkt. Und das ist das, was sich durchzieht. Ja. Und ich glaube, wir wünschen uns manchmal, dass wir wahnsinnig autonom sind, aber das sind wir nicht. Also wir sind immer gefangen irgendwo zwischen Autonomie und Bindung eigentlich. Und dieses Social Distancing, also ich glaube, wir merken jetzt ja alle Zoom, oder? Wir haben gute Zwischenlösungen. Ja. Super, niemand hat extra herfahren müssen, wir können uns so treffen, wir brauchen keine Masken. Aber das ist halt so wie ein Ersatz. Das ist ganz nett. Ja, das ist gut und es funktioniert, aber es wäre ganz anders, wenn wir leiblich im Raum miteinander wären. Und ich glaube, dass die Einsamkeit durch das zunehmen wird, dass die, die sich was aufgebaut haben, das schwer haben werden, da wieder reinzufinden teilweise. Nicht alle, aber so dieses wieder hinausgehen und wieder in Kontakt kommen. Und also ich glaube, dass es, wenn es länger geht, noch stärkere psychische Auswirkungen haben wird. Ich merke das schon jetzt bei den Menschen mit Trauma und Traumafolgestörungen, für die ist das irre jetzt gerade überhaupt. Auch selbst wenn ihr Trauma gar nichts kann, muss überhaupt nicht krankheitsspezifisch sein oder Corona-spezifisch. Die Traumatisierungen gehabt haben im Leben, die leiden unter dem jetzt besonders. Man braucht nur Erfahrungen gehabt haben, die leider viele Kinder haben von eingesperrt sein. Und jetzt sind die über 7 Wochen eingesperrt schon gefühlt. Das reaktiviert genau diese Geschichten wieder. Also es ist dieses Social Distancing oder die, sagen wir, die psychosozialen Folgekosten machen mir ihre Sorgen. Mhm. Fast meine Größe, auch weil ich wirtschaftlich bin, ich nicht zuständig, ja, da haben wir, ich weiß nicht, ein Wirtschaftsministerium, die sollen sich um das kümmern und was ich weiß. Ich arbeite sozusagen in meinem Themen- und Kompetenzbereich und da sage ich, mir machen die größten Sorgen gerade die psychosozialen Folgekosten. Suizide als Folge von Einsamkeit und. Ja. Ich habe noch eine Frage und zwar, du hast gerade vorher gesagt, ja, Menschen, also Jugendliche oder Kinder sind ja, also wir brauchen ja viel so Körperliches. Ja? Mhm. Das fehlt uns jetzt in dieser Zeit sehr. Mhm. Ja? Ich denke mal, Jugendliche, die ringen einmal, verstehst, oder keine Ahnung, ja. Sie kuscheln in den Ecken, das fehlt. Ja. Und ja. Wie kann ich das aber jetzt schaffen? Wie kann ich, weil dieser Bedürfnis ist ja da. Ist Sport zum Beispiel ein kann ich mit Sport das ausgleichen mit meinen Jugendlichen zu Hause oder auch jetzt das mit Jugendlichen per Zoom, kann ich da irgendwas tun, weil dieses Haptische, es fördert ja uns total. Ja, ja, Zoom ist zwar schön, dass wir reden, aber wir brauchen was zum Zugreifen. Ne? Ja.
Ja, also ich denke, alles, was aktivierend ist, ist grundsätzlich ganz gut. Alles, was man gemeinsam macht, ist grundsätzlich ganz gut. Es gibt halt für die Berührungen, wenn man so will, keinen Ersatz. Also die kann man einfach nicht, also ich kann einen Polster umarmen und das ist natürlich wahnsinnig nett, aber es ist nicht dasselbe, wie wenn ich meine beste Freundin umarme. Ja. Und wir merken in der Zeit, und das kann auch vielleicht auch wirklich ein Gewinn sein für uns nochmal, ich glaube, es wird nachher irrsinnig viel Freunde und Freundinnen treffen geben und was weiß ich was, wie wichtig das für uns ist. Also wenn man uns das Selbstverständliche wegnimmt, merkt man manchmal erst, wie sehr es einem fehlt, wenn es nicht mehr gibt. Ja? Ich glaube auch da wieder, ich komme zu dem immer wieder ein bisschen zurück zu dem, ich glaube, man kann wahnsinnig viel helfen, wenn man das zum Thema macht. Ja, also genau das ist wieder, was ich sagen kann, mir fehlt das manchmal voll, wen zu umarmen. Ja? Wahrscheinlich fehlt es den meisten von uns. Wenn wir jetzt in Familiensettings sind, dann hat man Ehemann, Ehefrau, Partner, Partnerinnen, Kinder zum Umarmen. Aber so dieses Rundherum, ja? Menschen sind grundsätzlich, manche sind mehr touchy und manche sind weniger touchy. Ja. Ein guter Bekannter von mir ist unendlich froh, auch der sagt Corona für immer, er will nicht mal den Leuten die Hand geben, er findet ja das schon deppert. Und jetzt hat er endlich, er muss niemanden mehr angreifen, außer seine Freundin und ist sonst quasi frei von diesen unnötigen Berührungen, die ihn so nerven. Aber das ernst zu nehmen, dass das fehlt, ja, ändert schon ganz viel. Und vielleicht auch ein bisschen auf das hinzuplanen, ja, wenn das wieder möglich sein wird. Dass man das wirklich sagt, okay, das nehmen wir uns dann vor. Ja. Ich weiß nicht, ob du es bemerkt hast, es gibt noch neue Fragen. Entschuldigung, du darfst gleich weitersprechen. Tut mir leid, ich habe dich jetzt unterbrochen. Angelika. Kannst du mich? Ja. Angelika? Jetzt ist sie... ist das Internet, glaube ich, entweder bei mir nicht so gut oder bei der Angelika. Vielleicht ist sie jetzt dann eh dann wieder dabei. Aber wir haben noch, meine Oma im Pflegeheim leidet sehr, es fehlen Berührungen. Das ist eh das, was wir jetzt gerade besprochen haben. Nur telefonieren ist zu wenig. Tipps? Ja. Furchtbar. Na, also der Tipp ist, ernst nehmen. Ja. Ist anerkennen, dass das wirklich schrecklich ist. Ja. Und das Thema Einsamkeit ist in unserer Einrichtung auch ganz stark vertreten. Unsere Jugendlichen wohnen teilweise alleine in Wohnungen, befinden sich in Kurzarbeit, Homeschooling oder Ähnlichem. Hast du Tipps, wie wir da gut unterstützen können? Ein Telefonat pro Tag, WhatsApp oder auch ein 2 Abstandstreffen pro Woche sind dann doch nicht die Welt. Was könntest du noch uns für Tipps dafür geben? Ich glaube, es ist hilfreich, wenn man sich ein bisschen so einen Perspektivenplan macht. Das habe ich so begonnen mit den Kids jetzt bei mir auch. So dieses Dinge, die ich machen werde, wenn Corona vorbei sind. Ja, wir brauchen das ja ein bisschen so, wie wir uns auf Urlaub freuen manchmal. So dieses, worauf kann ich mich freuen? Dinge, die ich immer machen wollte. Irgendwer hat auf Twitter, ich bin auf Twitter recht aktiv immer, mal so nett geschrieben, wenn Corona vorbei ist, bleibe ich endlich mal einen Tag zu Hause. Ja, genau. Ja, und ich glaube, mit diesem Humor muss man an das rangehen. Und weil Humor manchmal hilft, aber weil Perspektive so wahnsinnig hilfreich ist. Also die Dinge, die mir gerade fehlen, ja, Umarmungen, Treffen, Bier trinken gehen, nicht bei den Jugendlichen, aber grundsätzlich, vielleicht fehlt das bei uns manchen, dass man sich in den Gastgarten setzt. Und dann zu sagen, okay, und das sind genau die Dinge, die ich mir vornehme, für wenn es wieder möglich ist, wenn es vorbei ist. Ne? Also es ist ein bisschen, wenn das eine der Notfallplan ist, ist das andere der Perspektivenplan. Worauf arbeiten wir eigentlich hin mit dem Ganzen? Und ein bisschen überlegen, wie werde ich mir das dann umsetzen, das möglichst konkret machen. Ja, in dem Moment, wo das möglich ist, brauche ich nur noch auf den Knopf drücken sozusagen und kann das für mich schon umsetzen. Mhm. Und auch sonst ist es wieder so Ressourcenarbeit, vielleicht auch ein bisschen so, was ist es alles, was mir sonst gegen Einsamkeit hilft? Ja, habe ich ein Klaviermodell, wo ich viele Tasten spielen kann gegen Einsamkeit oder bleibt mir nur noch eine Taste und ich kann nur noch irgendwas machen, 27. Ja. Zigarette rauchen um 9 Uhr in der Früh, weil es gegen die Einsamkeit hilft. Mhm. 9 Minuten. Ja, wir haben nur mal 8 Minuten. Ich würde sagen, fragt noch die letzten paar Minuten, wo ihr die Möglichkeit habt, Lukas, alles, was ihr wissen wollt, noch schnell in den Chat. Ich habe es jetzt persönlich. Ich wollte nur sagen, ich jetzt aber, falls es offen geblieben ist, kann man mir gerne eine E-Mail schreiben. Ja, es dauert manchmal, bis ich zurückschreibe per E-Mail, aber falls noch Fragen sind oder es Anliegen gibt oder so, schreibt man mir an hallo@lukas-wagner.at und ich schreibe relativ zeitnah zurück. Ah ja, du sagst, es ist verboten, über Videopsychotherapie zu machen. Ist das richtig? Eine meiner Lieblingsfragen, weil dieses Thema Digitalisierung und Psychotherapie ein absolutes also die Arbeit viel zu dem Thema und finde es super spannend. Ja, ist es. In Österreich ist es verboten, Psychotherapie per Videotelefon zu machen, mit einer momentan gültigen Ausnahmegenehmigung vom Gesundheitsministerium in Unterstützung der, wie auch immer sie gerade heißt, österreichischen Gesundheitskasse,
wenn sie sich nicht wieder umbenannt haben. Sprich, die wird auch finanziert mit dieser Zuschussregel. Also es gibt diese 30 Euro, die man pro Stunde als Zuschuss kriegt. Beziehungsweise wenn man einen Kassenplatz hat, auch den vollfinanzierten Kassenplatz per Video. Ja, das war bis Mitte März nicht erlaubt und ist eine Woche, circa 3, 4, 5 Tage nach Beginn der Corona-Krise erlaubt worden. Leider immer wieder falsch kommuniziert worden ist, dass die Psychotherapiepraxen alle zugemacht haben. Das war das hat mich persönlich sehr geärgert, weil das nicht stimmt. Also wenn man offen haben möchte, als Therapeut hat man immer offen haben dürfen und darf auch jetzt offen haben. Die Leute dürfen ganz normal kommen. Man darf eben zusätzlich auch per Video Psychotherapie anbieten. Genau. Ergänzend. Auch per Telefon steht extra drinnen. Okay. Das wird recht viel angenommen. Ja. Ihr habt nur mal einige Minuten, also ganz wenige Minuten. Lukas muss nachher in eine Sitzung. Deswegen müssen wir wirklich heute sehr pünktlich aufhören. Und wir haben wieder was, oder? Ist das eine alte? Eine Anmerkung. Lukas, hast du ein neues? Ist es eine neue Frage? Ja, gell? Ja, also eine Aussage. Schwierig finde ich auch die Treffen mit Mundschutz. Man versucht Sicherheit zu vermitteln, die Angst ernst zu nehmen. Und auf der anderen Seite merke ich persönlich auch, dass die Angst durch das Tragen der Maske bei den Jugendlichen verstärkt wird, weil es visuell ist. Ja, sehe ich auch so. Ja, also das ist, ich habe eine kleine Tochter, die ist jetzt 2, jetzt keine Jugendliche, aber für die ist es uns zum Glück gelungen. Ihre Idee ist momentan, dass die Maske ein Entenmaul ist und sie macht immer Quack, 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 wenn sie jetzt Menschen mit Maske sieht. Das war unser Weg um das herum. Aber ich meine, denkst an uns, also aus welchen Settings kennen wir Masken? Aus irgendwelchen infektiösen Settings, vom Zahnarzt? Na danke, da muss ich auch nicht unbedingt hin. Das ist für uns visuell angstbehaftet. Und auch das ist eine Tatsache tatsächlich, mit der wir momentan leben lernen müssen. Ich hasse diesen Begriff, das neue Normal und die neue Normalität, das finde ich furchtbar. Das ist wieder so ein Kunstbegriff, der irgendwas benennen soll, was es nicht gibt. Mir war das alte Normal lieber, und das hätte ich gern zurück. Neue Normal brauche ich nicht, aber es ist so. Ja. Lukas, noch eine Frage. Es ist noch was gekommen, wäre es sinnvoll, auch den Eltern zu raten, sich bei den Schulleiterinnen einzusetzen, um dass Kinder, die gut miteinander können und die nicht miteinander gut können, eine Gruppe zu geben? Oder kann es auch als Chance gesehen werden, wenn Kinder, die sich nicht gut verstehen, in einer Unterrichtsgruppe sind? Wenn ja, wie können wir das Eltern-Lehrer-Sozialarbeiter unterstützen? Also ich sage zu beiden, ja. Wenn ich das Gefühl habe, das Kind leidet wahnsinnig, dann macht es absolut Sinn, sich dafür einzusetzen, dass man das ändert. Wenn ich das Gefühl habe, das ist eine Gruppe, die das schaffen kann miteinander, dass die was ändern eben und dass sie sich sonst nicht so gut verstehen und dann neu zusammenfinden und ich kann das unterstützen und traue das der Schule zu, der Direktion und, dem Setting quasi zu, dann würde ich auf das sehr gut schauen. Ne? Und ich glaube, unterstützen, also wie man da unterstützen kann als Eltern, Lehrer, Sozialarbeiter, ich finde es mal ganz wichtig, das Kind beim Namen zu nennen. Ja, also nicht herumzureden irgendwie, sondern zu sagen, okay, das ist unser Problem, das ist die Gruppe, das sind die Kinder, die nicht miteinander können, wen brauchen wir alle im Boot, dass wir das schaffen können und haben wir einen Konsens? Sind wir uns einig, dass die Gruppe das schaffen kann? Ja? Dann sehe ich das als gute Chance und als gute Möglichkeit, das hinzubekommen. Ich habe noch eine andere Frage bekommen, gerade vorher, sage ich vielleicht noch. Wie gehe ich am besten mit Jugendlichen um, die das Thema nicht so ernst nehmen und sich nicht an die Maßnahmen halten? Wie schaffe ich Verständnis für die Angst der anderen Jugendlichen? Was genau die sich noch ausgeht, das ist erst eine super Frage ist am Ende, weil ja auch Angst nicht ernst nehmen ein Weg ist, um mit Angst umzugehen. Also wir haben ja alle unsere Coping-Strategien und wir können jetzt sagen, irgendwas wahnsinnig ernst nehmen, nur noch mit den wildesten FFP3-Mundschutzdingern rausgehen und so, ist ja ein Weg, um mit Angst umzugehen. Und auf der anderen Seite, etwas nicht ernst nehmen, ist auch ein Weg, um mit Stress umzugehen, letzten Endes. Ne? Mhm. Ich hatte auch Jugendliche, die so in die Praxis gekommen sind, die habe ich gefragt, was müsste ich denn ändern, zum Beispiel, was müsste ich denn ändern, dass du es ernst nimmst? Also muss neben dir wer dort umfliegen oder müssen wir im Stadtpark beginnen, Begräbnisse zu machen und. Dass für dich diese Änderung passiert. Ne? Und ich versuche es auch wirklich in einem Dialog zu schaffen mit ihnen, zu fragen, warum hast du denn keine Angst? Ja, was ist denn das, was dich da jetzt zurückbleiben lässt und so weiter? Und kannst verstehen, dass andere Angst haben. Und dann kommt ganz oft Nein oder die übertreiben mal, okay, super. Dann, wenn man das Setting und die Möglichkeit hat, frage ich sie immer, wovor die Jugendlichen Angst haben.
Ja, ich denke immer, wenn ich hatte mal, wenn der so furchtbare Angst gehabt hat vor Spinnen. Ja. Corona-Angst war vollkommen irrational für die Person, alles übertrieben, ja. Das sind die 5G-Masten und was weiß ich was, das gibt es gar nicht. Und gleichzeitig aber furchtbarste Angst vor Spinnen hatte. Ja. Und das war eigentlich eine ganz spannende Diskussion, da ich meine, Spinnen sind wirklich wahnsinnig gefährlich. Ja. Also wir sind alle schon schwerst verletzt worden von Spinnen und so. Die Intensivstationen sind überfüllt mit Menschen, die von Spinnen gebissen werden und so, und weil die einfach ihrem eigenen Denken auf die Schliche kommen dann. Mhm. Ja. Und manchmal, glaube ich, gerade im Setting mit mehreren Jugendlichen braucht es ein bisschen ein bisschen mehr Durchgreifen, dass man sagt, es ist schon okay, dass du das irrational findest, aber die anderen Leute haben ein Recht auf ihre Ängste. Ich darf Angst haben, ist okay. Genau. Ja, danke schön, Lukas. Es ist jetzt eine Minute vor 11. Wir müssen dich dann wirklich verabschieden. Dankeschön, dass du heute unsere erste Zoom-Talk-Reihe eröffnet hast und dass du uns diese Stunde gewidmet hast. An alle, die dabei waren, wir sagen wirklich danke, dass ihr auch dabei wart. Du kriegst schon einige Hände. Ja. Wir haben morgen den nächsten, also das nächste ist Online-Gaming um 14 Uhr bis 15 Uhr. Dabei sein wird von Lodovico der Harald Koberg. Und der wird über Online-Gaming, warum Online-Gaming, Chancen, Risiken von Online-Gaming und offene Fragen natürlich, wenn wir da sind. Solltet ihr von heute noch irgendwelche Feedbacks uns geben wollen, dann bitte schreibt uns an info@logo.at oder tut es auch da rein gleich in den Chat. Wir freuen uns, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr etwas sagt, das nächste Mal hätten wir gern was anderes, dann schreibt es bitte rein, damit wir wissen, wie es für euch war. Danke, Lukas. Ich glaube, du musst wieder gehen. Ich muss weg. Und falls ihr mich wieder braucht, ich komme wieder. Ich bin noch länger hier. Hat mich sehr gefreut. Und ich mache mir jetzt nach Corona, was werde ich alles nach Corona machen? Das werde ich mal machen. Das finde ich voll super. Und ich glaube, ich werde mir auch zeitweise auch so eine Methode, wenn ich Angst kriege oder wenn es mir unangenehm ist, was kann ich alles tun? Das finde ich super. Das nehme ich heute mit. Dankeschön. Das freut mich. Cool. Schönen Tag noch. Tschüss. Ciao. Ja, und euch auch, alle noch, die da sind. Dankeschön. Wir schicken euch die Teilnehmerbestätigungen per E-Mail zu. Vielleicht nicht heute, aber morgen, übermorgen spätestens werdet ihr sie bekommen. Ihr könnt natürlich gerne wieder morgen dabei sein. Wir haben nur 100 Teilnehmer. Also das ist begrenzt. Wenn ihr morgen bei Online Gaming wieder dabei sein wollt, dann bitte kommt. Halbe Stunde früher ist geöffnet. Und wir freuen uns schon sehr auf euch. Und ja, es ist sehr spannend, was in den nächsten 2 Wochen bei uns noch abgehen wird. Schön, dass man jetzt manche auch sieht per Video. Und ja, wenn ihr keine Fragen mehr habt, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr. Also 13:30 darf man schon in den Raum rein. Freuen wir uns. Dann führt euch. Oder bleibt noch. Tschüss.